Hallo, wir sind hier vor dem Deutschen Bundestag heute. Ich bin Anne Bunschu von PowerShift. Wir protestieren in einem großen Bündnis gegen das EU-Kanada-Abkommen CETA. Das möchte die Bundesregierung gerne jetzt vollständig ratifizieren. Wenn das passiert, werden aber internationale Konzerne gefährliche Klagerechte an die Hand kriegen und könnten zum Beispiel Staaten verklagen, wenn sie wirksamen Klimaschutz durchsetzen. Das ist ein Unding. Dagegen sind hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen vor einigen Jahren. Und in Zeiten der Klimakrise kann es nicht sein, dass weitreichende Sonderrechte an Konzerne vergeben werden. Deswegen muss die Bundesregierung davon Abstand nehmen, CETA vollständig zu ratifizieren.